Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie leckere Salate für zwischendurch. Wir machen heute einen Käsesalat. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist denn Salat aus Käse auch Salat? So wie Fleischsalat ist ja auch kein richtiger Salat. Aber um ehrlich zu sein, ist mir das völlig egal, denn ich bin hier, um zu kochen und nicht um zu überlegen, ob der Name richtig ist. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Ich habe schon einige Zutaten für euch vorbereitet. So zum Beispiel 250 Gramm Gouda habe ich in Stücke geschnitten. Dann habe ich euch einen großen Apfel geviertelt und entkernt. Ja, ihr könnt den auch schälen. Aber wie sagte schon der großartige Loriot, das Beste sitzt unter der Haut. Eine rote Paprika, auch die habe ich schon in Stücke geschnitten, übrigens auch nicht geschält. 100 Gramm Kochschinken und ich gebe zu, die habe ich nicht in Stücke geschnitten, sondern gerissen. Aber egal, es wird eh gehäckselt. Dann habe ich hier griechischen Joghurt, davon 70 Gramm. Das ist jetzt so eine Sache. Beim Einkaufen, ich kenne diesen griechischen Joghurt, das ist der Sahnejoghurt. Und ich dachte eigentlich, dass wir den dann nehmen, aber man hat mir jetzt Authentic Greek Joghurt mitgebracht aus Schafsmilch. Ich bin ganz ehrlich, wusste ich nicht. Ich dachte, das ist so dieser griechische Sahnejoghurt, ne? Kennt ihr, so mit extrem viel Fett. Aber der ist mit Schafsmilch. Kann aber passen. Ich glaube, das wird lecker. Das hier gab keine Missverständnisse. Das ist Crème Fraîche. Die kommt ebenfalls hinein. 90 Gramm. Eine Prise Zucker kommt noch rein und ja, ich mache es mit den Fingern. Wie zu Hause. Ich wasche mir vorher die Hände, bevor ich da reingreife. Oder generell, bevor ich koche. Solltet ihr übrigens auch tun. Ein halber Teelöffel Senf kommt noch hinein. Das mache ich nach Augenmaß. Das hat man ganz gut im Gefühl. Außerdem ist Senf lecker. Und dann die letzte Zutat, Apfelessig und davon 20 Gramm. Wir vermischen und zerkleinern jetzt all diese Zutaten. 5 Sekunden auf Stufe 4. Und ich sag mal so, wer es nicht ganz so grob mag, also das sind ja jetzt schon noch ordentlich große Stücke, kann auch gerne noch 1-2 Sekunden draufgeben. Das werde ich tun. Ich zeige euch das nochmal. Das sind jetzt wirklich relativ große. Nee, wobei ich lasse es so. Ich finde das gut. Das lassen wir so. Da hat man wenigstens ein bisschen was zum Beißen. Das Ganze geben wir jetzt in eine Schüssel und schmecken noch mit Salz und Pfeffer ab. Wobei ich gar nicht sicher bin. Also für mich muss das nicht mehr abgeschmeckt werden. Vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen Salz noch. Okay, und Pfeffer auch noch. Und wir vermischen jetzt nicht nur den Salat mit dem Salz und dem Pfeffer. Nein, ich habe auch 2 Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten. Die geben wir ebenfalls noch hinzu. Heben die unter. Und dann wird das Ganze etwa eine Stunde durchziehen gelassen. Ja, so sieht's aus. Nach einer Stunde in der Schüssel habe ich das jetzt so in kleine Förmchen hier umgefüllt und so kann man das natürlich auch durchaus auf ein Buffet stellen, wenn man irgendwo eingeladen ist. Kleine Häppchen, das ist also ganz ehrlich, ich glaube, dass man da auch ordentlich satt von wird. Deswegen ist das wahrscheinlich schon wirklich so eine ja, volle Portion. Kann man vielleicht auch kleinere Gläschen holen, wenn man das nur so als kleines Schmankerl irgendwo hinstemmen will. Trotzdem muss ich jetzt für euch probieren. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das mit diesem Schafskäsejoghurt schmeckt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man da diesen anderen Sahnejoghurt hätte reinmachen sollen. Aber egal, ja, probiert vielleicht mal beides aus. Ich kann es mir trotzdem interessant vorstellen. Käse mag ich, Kochschinken auch, Schafskäse auch. Ja, ist eigentlich nichts drin, was ich nicht mag. Ausgezeichnet durchgezogen. Die Konsistenz, also die Größe der Stücke ist mir auch absolut groß genug und nicht zu klein. Das lassen wir also genauso, wie ich das habe laufen lassen. Ihr könnt es, wie gesagt, etwas kleiner machen. Mit dem Schafskäse, das harmoniert. Auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr lecker. Muss ich sagen, kommt mit Sicherheit im nächsten Frühjahr oder im Sommer aufs Grillbuffet.
Ich freue mich drauf und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Ganz wichtig, die Glocke drücken, denn dann bekommt ihr einen Hinweis jedes Mal, wenn es hier ein neues Rezept gibt aus dem Wunderkessel. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit. Aufessen werde ich das jetzt nicht, weil sonst bin ich echt satt.